Hallo, liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier mal zu einem vollkommen anderen Video. Ja, ich würde mal so sagen, lange habt ihr nichts von mir gehört. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum. Das kann ich ganz einfach beantworten, weil ich mein Leben ein bisschen ordnen musste und für mich selber jetzt eine Ausbildung begonnen habe, sehr viel Zeit dort investiere. Und ja, nun denkt ihr bestimmt, hä, warum meldet er sich dann nur mit so einem komischen Video zurück? Habt ihr ja vielleicht auch am Titel gesehen. Hat vielleicht den einen oder anderen überrascht. Ich habe mich natürlich jetzt lange hingesetzt und überlegt, was ich noch auf YouTube machen möchte, machen kann und wie ich es machen kann. Und dabei habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, ja, womit ich mich identifizieren kann und was mir überhaupt noch Spaß macht auf YouTube. Und letztendlich bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht nur beim Zocken irgendwas nebenher brabbeln möchte, sondern auch wichtige Themen auf YouTube ansprechen möchte. Themen, die euch interessieren und Themen, die euch eventuell auch aufregen. Und Themen, über die wir diskutieren können, quatschen können und ja, dort vielleicht auch interessante Videos gestalten können. Das Schöne an YouTube ist ja, dass die Zuschauer direkt mit dem Produzenten, also mir, ne, also ich bin ja der Videoproduzent, kommunizieren können und ja, aktiv an der Gestaltung des Kanals teilnehmen können. Bedeutet, ihr könnt aktiv mitwirken, wie mein Kanal gestaltet wird. Im Medienbereich gibt es das eigentlich so gut wie gar nicht. Wenn man das mit Fernsehen vergleicht, da interessiert es eigentlich recht wenig, was die Leute wollen, sondern da wird einfach dann Werbung geschaltet, wenn dann das Fernsehen das will. Und der Film kommt heute, weil er einfach kommt. Das wurde nicht vorher abgestimmt, sondern dieser Film kommt einfach. Und heute möchte ich euch einfach eine neue Videoreihe vorstellen. Also neue Videos, die ihr vielleicht bisher so auf meinem Kanal noch nicht gesehen habt. Und der ein oder andere denkt vielleicht nun von euch, hä? Das wird nix. Ich bin eigentlich wegen Let's Plays hier und deswegen werde ich die Videos gar nicht erst schauen, die du machst. An diese Leute, wenn sie überhaupt dieses Video jetzt schauen, habe ich nur eine einzige Bitte, die ich jetzt einfach mal formuliere. Und zwar, dass ihr euch das Video einfach mal anhört, was ich so in den Videos erzähle, was ich sage, wie ich das Video gestalte. Und dann bitte einfach entscheidet, ob es euch anspricht oder nicht. Das heißt, nicht vorher schon sagen, irgendwie ist das kein Let's Play, deswegen muss das scheiße sein und deswegen gucke ich mir das gar nicht erst an. Sondern ich möchte euch einfach bitten, schaut euch das an und entscheidet dann einfach danach, ob euch das gar nicht interessiert, dann ist es okay. Dann dürft ihr gerne sagen, ich möchte deinen Kanal nicht mehr schauen. Oder vielleicht wird es den einen oder anderen von euch doch interessieren. Ja, für den heutigen Tag habe ich mir ein Thema ausgesucht auf YouTube, mit dem ich mich eigentlich schon sehr lange beschäftige. Und zwar, wie wird man auf YouTube erfolgreich? Ja, so oft mir selber diese Frage gestellt wurde, so oft wusste ich auch keine klare Antwort. Und vor allem wird der eine oder andere auch denken, ha, so viel Erfolg hatte der Mentor ja nun auch wieder nicht, was will der mir jetzt erzählen? Naja, ich sag mal so, ich will es mal so ausdrücken. Ich selber habe sehr viel falsch gemacht auf YouTube und vor allem auch viele Fehler gemacht, die nicht so einfach zu beheben waren. Aber mit der Zeit lernt man ja und man konnte natürlich auch beobachten, wie es andere gemacht haben auf YouTube. Ich möchte auf gar keinen Fall klugscheißen oder irgendwas behaupten und auch vor allem nicht behaupten, dass es genauso richtig ist, wie ich es gleich eben euch erzählen werde. Aber ihr könnt euch gerne meinen Standpunkt einfach anhören, den ich übrigens natürlich ziemlich allgemein formulieren werde, damit ihr auch noch Möglichkeiten habt, darüber zu diskutieren. Also ich werde jetzt mich nicht irgendwie auf eine Seite stellen, sondern ich möchte euch da auch Spielraum geben, dass ihr in den Kommentaren darüber diskutieren könnt. Das möchte ich euch auch die Chance für geben. Ich werde auch in den nächsten Videos darauf eingehen. Oder ihr könnt auch einfach sofort ausschalten, wenn es euch überhaupt nicht gefällt. Und wichtig ist nur, dass ihr euch dann bitte irgendwelche dummen oder peinlichen Kommentare, dass ihr uns allen dumme und peinliche Kommentare erspart, wenn ihr das Video nicht zu Ende schaut. Weil jemand, der das Video nicht zu Ende schaut, ist oft der Fall, dass diese Person dann eher einen dummen oder peinlichen Kommentar schreibt. Weil das entsteht ja oft nur dann, wenn man das Video natürlich nicht einfach bis zum Ende guckt. Jetzt möchte ich aber beginnen, über das Thema zu sprechen, was ich vorhin angesprochen habe. Die Frage, die ja oben im Titel steht, wie man auf YouTube erfolgreich wird, ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, die man natürlich jetzt nicht direkt so beantworten kann. Also es gibt kein perfektes Konzept, um erfolgreich zu werden auf YouTube.
Was man aber sagen kann, das habe ich selber selten angewendet, aber ich sehe es bei ganz vielen anderen YouTubern. Ich möchte gleich auch einfach ein paar Beispiele nennen. Und das daran so ein bisschen festmachen. Ja, also ich möchte jetzt hier nicht irgendwas behaupten, sondern ich möchte es so ein bisschen an Fakten festlegen, die es ja nun mal gibt. Und ja, fangen wir jetzt einfach mal ganz einfach bei mir selber an. Erfolgreich bin ich ja grenzwertig geworden. Ne? Ich meine, ich habe eine gewisse Anzahl an Zuschauern erreicht. Für den einen ist es größerer Erfolg, für den anderen ist es weniger Erfolg. Das ist immer Ansichtssache, weil jeder hat andere Ziele und Vorstellungen. Ich selber habe persönlich alle Ziele auf YouTube erreicht, die ich eigentlich erreichen wollte. Es gab eigentlich jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, das hätte unbedingt noch sein müssen. Das ist eigentlich alles schon so weitestgehend gewesen, dass ich zufrieden bin. Aber der ein oder andere von euch hat vielleicht viel höhere Ziele als ich. Deswegen wird er vielleicht sagen, ja, was du erreicht hast, ist ja eigentlich noch gar nicht so krass. Da geht ja eigentlich mehr. Und da gebe ich dem Menschen natürlich auch recht, weil mehr geht natürlich immer. Die Frage ist, was muss man dafür tun und wie muss man es machen? Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass es natürlich immer an einem selber liegt. Ich meine, auf der einen Art gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Ja, das ist logisch. Aber das, was immer ganz oben steht, ja, und das, was auch jeder YouTuber wahrscheinlich euch sagen wird, wenn ihr mit ihm sprecht, ist, dass man extrem viel tun muss. Das heißt, man muss sehr, sehr viel tun. Viel Arbeit reinstecken, sich viele Gedanken machen und aktiv auf YouTube Videos hochladen. Das ist zum Beispiel eine Regel, die ich selber so gut wie gar nicht eingehalten habe, weswegen ich mich ja auch nicht beschwere, dass ja mein Erfolg nicht extrem weiter ansteigt oder sonstiges. Aber es ist natürlich Fakt, dass ich es nicht so oft gemacht habe und das ist auch dementsprechend dann das Resultat, dass es eben nicht so weitergeht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus. Ich hoffe, der Michael ist mir nicht böse, also der Zander. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Zander LP könnt ihr auch mal auf YouTube eingeben, falls ihr ihn nicht kennt. Ist ein super korrekter Typ. Also von der menschlichen Seite her, ein klasse Kerl, super sympathisch, mega locker, cool drauf. Und ja, das ist aber auch auf der anderen Seite ist das ein Kämpfer. Ja, es ist ein Typ, der hat Bock, der ist motiviert, der will Videos machen, der macht sich Gedanken, der hat Bock, ein Projekt zu machen, der zieht das dann auch durch. Ja, und der bringt aktiv Videos, der will seine Zuschauer unterhalten, der will auch aktiv dabei sein. Ja, und das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung, was man haben muss. Ja. Und bei Zander ist das natürlich auch der Fall gewesen. Ich meine, wenn man sich das mal so anguckt, er hat es wirklich geschafft, eigentlich immer auch aktiv Videos hochzuladen. Das ist natürlich schon mal ein Punkt, der natürlich zählt. Und er hat sich auch immer sehr, sehr viele Gedanken gemacht bei dem, was er getan hat. Ne? Also war immer aktiv dabei und hat selber sehr intensiv Videos gemacht auf YouTube. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr jetzt einen Kanal erstellt und einfach die ganze Zeit aktiv Videos macht und jeden Tag 5 Videos ladet, dass ihr dann sofort erfolgreich werdet. Da müssen natürlich mehrere Faktoren zusammenkommen. Das ist nicht nur einfach, ich mache jetzt eine Sache und dann werde ich damit erfolgreich. Sondern ihr braucht natürlich viele verschiedene Dinge und am besten alles zusammengemischt, damit das passt. Ja, bei Zander kommt hinzu, dass er dieser Kämpfertyp ist, derjenige, der motiviert sich an Videos setzt und einfach richtig Bock hat. Das hört man auch, wenn er kommentiert. Ihr müsst das mal hören. Wenn er wirklich seine Videos kommentiert, der hat einfach Bock oft, da richtig durchzustarten. Und solchen Menschen merkt man das auch manchmal an, wenn sie vielleicht nicht so viel Lust haben. Das war bei mir nämlich auch der Fall. Und deswegen denke ich mal, ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist auf YouTube, dass man eben sehr, sehr viel tun muss. Noch ein anderes Beispiel, schaut euch Early Boy an. Auch eigentlich ein ziemlich korrekter Typ. Und das ist auch ein Typ, ich meine, wir sind uns da alle einig, er ist ein sehr spezieller Charakter. Ja, das heißt, er fällt ziemlich auf, ist ein sehr auffälliger Typ. Was ja schon mal auf YouTube sehr gut passt, weil man muss ja jemanden auch im Hinterkopf behalten. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Video sehe und da ist ein Typ, der ist total abgedreht, dann behält man dieses Video im Hinterkopf. Dann schickt man es vielleicht mal seinen Kollegen, weil man sagt, ey, guck dir das mal an, guck dir mal den Typen an. Das ist ein ziemlich crazy Typ, der macht lustige Videos, der bleibt im Hinterkopf. Das ist zum Beispiel bei Early Boy sehr der Fall. Aber das ist nicht das Einzige, sondern der reißt sich auch extrem den Arsch auf. Ihr müsst das mal auf seinem Kanal sehen. Der hat durchgehend, jetzt schon seit Jahren, ja, er ist jetzt schon seit, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so, ist jetzt schon auf YouTube, lädt der durchgehend jeden Tag Videos hoch. Teilweise sogar 3 bis 4 Videos, je nachdem, wie aktiv er gerade ist. Da habe ich sehr großen Respekt vor. Und dieser Zusammenschluss von extremer Aktivität und extremem Wiedererkennungswert und natürlich noch, dass er sehr gute Videos macht, führt dann letztendlich dazu, dass er erfolgreich geworden ist.
wie ich das gerade schon gesagt habe, das ist natürlich jetzt meine Sichtweise, was ich bisher so beobachtet habe auf YouTube, was ich so gesehen habe. Und ich bin mir auch sicher, dass alle diese YouTuber, ja, ein Konzept haben. Das heißt, Ölleboy wird sich nicht hinsetzen und einfach sagen, ich mache jetzt irgendein Video. Also vielleicht macht er das manchmal, klar, wenn man gerade irgendwie im Stress ist oder so und sagt, ach, ich muss jetzt irgendein Video machen, was mache ich jetzt, mach einfach mal das. Gibt es, ja. Aber ich bin mir sicher, dass er ein Konzept hat. Dass er sich hinsetzt und sagt, dann und dann und dann kommt das und das und das Video. Und das ist so ein Punkt, den man sich auch klar machen muss. Und wenn man das nicht hat auf YouTube, ja, dann wird man auch vom Prinzip her nicht weiterkommen. Ich zum Beispiel hatte das nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht ein Typ dafür bin. Ich bin kein Typ, der ja sagt, ich muss jetzt mindestens 4 Videos bringen und die mache ich dann so und so. Das ist nicht mein Ding, sondern ich mache einfach ein Video, wenn ich Bock drauf habe. Ja, wenn ich einfach Lust drauf habe, gerade ein Video zu machen. Und das ist natürlich nicht so gut vereinbar. Man muss natürlich dann seinen Schweinehund überwinden und muss sagen, ey, ich muss jetzt mir einen Plan erstellen, wie ich meine Videos mache. Den am besten nicht veröffentlichen, weil sonst stellst du dich selber unter Druck, weil dann die Zuschauer wissen, morgen um die Uhrzeit muss ein Video kommen. Ist eventuell auch nicht so gut. Aber das sind so zwei Beispiele, die man einfach mal so nennen kann, wo man feststellen kann, dass diese beiden Eigenschaften, also diese extreme Aktivität auf YouTube, die Motivation, das sind ja eigentlich schon drei Sachen, und natürlich auch, ja, diese Planung, die man auch haben muss auf YouTube, dass die da ist und der Wiedererkennungswert, das sind ganz wichtige Sachen. Dann gibt es natürlich noch so Standarddinger wie Kanalgestaltung, nicht nur Wiedererkennungswert der Person, sondern auch des Kanals. Ja, wenn man bei Ölleboy auf den Kanal geht, weiß man sofort, man ist bei Ölleboy. Wenn man bei Zander auf den Kanal geht, weiß man ist bei Zander. So, das sind alles Dinge, die natürlich sehr, sehr, ja, ich sag mal, wichtig sind. Und jetzt könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen an eurer eigenen Nase packen, euch mal euren Kanal anschauen und vielleicht einfach mal gucken, welches von diesen Dingen habe ich schon umgesetzt? Wo kann ich da vielleicht noch anpacken? Wenn ich meinen eigenen Kanal anschaue, muss man natürlich als erstes ganz klar die Aktivität bemängeln. Jetzt natürlich die Frage, warum bin ich so inaktiv? Ja, das kann man natürlich ganz klar sagen. Ich habe die Motivation verloren. Das wird vielleicht der ein oder andere von euch sagen, ja, aber wir wollen doch Videos und ist doch alles eigentlich cool und weiß ich nicht. Das ist zwar gut und schön und da kann ich euch natürlich auch voll verstehen und bin da auch voll auf eurer Seite. Aber irgendwann kommt halt so ein Punkt, wo man einfach nicht mehr Lust hat auf diese Sachen, die man macht vielleicht. Ne? Also ich habe jetzt gemerkt, Let's Plays, ja, das hat mir jetzt Spaß gemacht. Aber Arma zum Beispiel ist jetzt ein Spiel, worauf ich persönlich selber eigentlich gar keine Lust mehr habe. Und das merkt vielleicht auch der eine oder andere. Es gibt mit Sicherheit mal einen Tag, wo ich mal wieder Lust auf Arma habe. Aber an diesem einen Tag nur aufzunehmen, ja, der vielleicht einmal im Monat ist, da kriegt ihr ja keine Videos zu sehen. Das ist ja, das funktioniert ja nicht. Und dann habe ich jetzt auch nicht so eine extreme Motivation, da so eine große Reihe draus zu machen und da mega viele Videos für euch zu produzieren. Ja, das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Ich habe aber den Fehler gemacht, und da bin ich auch ganz ehrlich, und habe trotzdem Videos gemacht. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, habe mir Zeit genommen, habe Videos für euch gemacht, obwohl ich gar keinen Bock drauf hatte. Und da bin ich auch ehrlich. Ich möchte ja auch das ehrlich sagen. Nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte, für euch Videos zu machen, sondern weil ich auf das Thema keinen Bock hatte. Also ich wollte einfach dieses Video nicht machen, weil ich keine Lust mehr hatte, Let's Plays zu machen, wo ich einfach nur rumlaufe, irgendwie was zocke und was dazu laber. Vor allem nicht in Arma. Das heißt jetzt nicht, dass es auf diesem Kanal nie mehr wieder Let's Plays geben wird. Ich wette mit euch, Leute, die das Video jetzt schon abgeschaltet haben, die denken jetzt, es werden nie mehr wieder Let's Plays kommen. Das heißt es nicht. Es kann immer mal wieder sein, dass ich Bock habe, auch vielleicht mal Arma zu machen. Warum nicht? Vielleicht kommt auch noch mal einmal alle zwei Monate ein Arma-Video. Das will ich ja gar nicht irgendwie abstreiten. Aber es ist halt aktuell so, dass die Motivation in diesem Bereich bei mir so gut wie gar nicht mehr vorhanden ist. So. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schließe meinen Kanal. Könnte ich natürlich machen, habe ich auch überlegt. Oder ich suche mir einen Themenbereich raus, der mich interessiert. Und da denke ich mir, ich möchte YouTube so nutzen, wie es da ist. Ja? Das ist eine Plattform, wo man mit Leuten auch diskutieren kann, wo man über bestimmte Themenbereiche reden kann. Und ich möchte, dass ihr mir Themenbereiche schickt, die ihr interessant findet. Irgendwelche Fragen. Ich habe jetzt umgeschrieben, wie wird man auf YouTube erfolgreich? Vielleicht habt ihr ja auch eine Frage, mit der ihr euch auch beschäftigt und möchtet dort einfach mal meine Meinung zu wissen, beziehungsweise wir können darüber diskutieren. Ich werde natürlich auch meine Videos vielleicht zukünftig noch ein bisschen interessanter gestalten, mit ein paar mehr Bildern, nicht so trocken wie jetzt, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch. So, jetzt haben wir genug von meinem Kanal geredet. Ich wollte das nur mal so als Beispiel sagen, um euch mal an einem konkreten Beispiel zu zeigen. Ich bin ja eigentlich eher ein Negativbeispiel, weil so wie ich das gemacht habe, solltet ihr es hier nicht machen. Ja?
Deswegen habe ich gesagt, fasst euch als erstes an eure Nase. Guckt nicht irgendwie, sagt, ich bin doch eigentlich von der Qualität her genauso wie der und der und der macht das ja auch nicht so, sondern fasst euch an eure eigene Nase und guckt euren Kanal an und sagt, was kann ich besser machen? Wenn ihr euch die erfolgreichen YouTuber anschaut, seht ihr bei allen dieser Eigenschaften, die ich vorhin gesagt habe, Wiedererkennungswert, dass sie extrem viel machen auf YouTube. Das heißt, die stecken extrem viel Zeit rein und sind aktiv, machen jeden Tag ein Video. Ja, und haben natürlich noch irgendwie einen Unterhaltungswert. Das wäre jetzt der nächste Punkt, zu dem ich komme. Nur weil ihr selber Let's Plays gut findet und euch anschaut, heißt das nicht, dass ihr es auch selber machen könntet. Ja, ich will euch das nur mal ganz kurz an einem Beispiel deutlich machen. Ich bin jetzt eher so der Typ, der ruhig ist, der eher gechillt ist, der, weiß nicht, ja, der auch jetzt nicht so gerne mit anderen Leuten eigentlich so großartig redet. Ich finde zwar Let's Plays cool und das unterhält mich und ich denke mir so, ja, das könntest du auch mal probieren, aber ich bin da nicht der Typ für. Und ich setze mich jetzt hin und mache ein Video und begrüße meine Zuschauer so. Ja, hallöchen, meine lieben Freunde und willkommen hier zu meinem Let's Play. Heute wollen wir, ja, noch weiter an dem Haus bauen. Und in der letzten Folge haben wir ja schon was geschafft. Und heute wollen wir halt weitermachen. So, es gibt Menschen, die versuchen, solche Videos zu machen. Ist ja letztendlich erstmal nicht schlimm. Nur die fragen sich dann natürlich auch, obwohl sie jeden Tag ein Video hochladen, oder zwei oder sogar drei, warum sie nicht weiterkommen. Die schieben dann oft die Schulter drauf und sagen, ja, ja, alle anderen Let's Player sind ja, kriegen ja die Spiele schon viel eher und deswegen bla und hier und dort und deswegen kann ich ja nicht. Und fasst euch an eure eigene Nase. Guckt euch vielleicht mal euer eigenes Video an oder fragt einen guten Freund und sag mir mal deine ehrliche Meinung dazu. Unterhält dich das? Schaut euch Let's Player an wie Zander. Schaut euch Let's Player an wie, ich nenne es auch mal Dena. Ist ja egal, wen ich nenne. Das sind alles Leute, die haben einen extremen Unterhaltungswert. Du guckst dir ein Video an und fühlst dich unterhalten. Da werden Witze gemacht, da wird gelacht. Das sind Personen, die sehr offen sind, die sehr viel reden, die lustig sind. Du kannst dich ja nicht, wenn da so ein anderer Typ sitzt, der da so ein Video macht, das kann ja nicht in die richtige Richtung gehen. Das heißt nicht, dass er nicht auf YouTube erfolgreich werden kann, nur er muss sich einen anderen Bereich suchen, den er machen kann, ja? Also ich bin wirklich so, ich bin ja der Typ, ich kann Let's Plays machen. Ich kann mich hinsetzen, kann zocken, irgendwas dazu labern, ich bin spontan. Das ist kein Problem, das kann ich machen. Macht mir auch Spaß, finde ich auch cool. So. Aber jemand anders, der so vielleicht ist, der kann das nicht. So, dann müsst ihr vielleicht mal gucken, welche Person ihr seid. Und das mal so ein bisschen aus dieser Sicht sehen. Ja? Und dann vielleicht mal so ein bisschen an eure eigene Nase packen. Vielleicht macht es Sinn, dass derjenige vielleicht andere Videos macht. Vielleicht kann der, keine Ahnung, irgendwelche Bücher vorlesen oder ich weiß es nicht, irgendwas Sachlicheres machen. Das ist natürlich dann, so eine Geschichte muss er dann gucken, ne? Oder vielleicht, für den würde es wahrscheinlich eher passen, wenn er einfach Tutorials macht, wie man in einem Spiel weiterkommt. Das würde noch gehen, weil da brauchst du ja keinen Unterhaltungswert. Wenn ich jetzt erkläre, wie ich im Spiel weiterkomme oder irgendwelche Tipps sage oder Geheimnisse von einem Spiel verrate, da brauche ich ja nicht extrem unterhalten bei sein. Der will ja, die Zuschauer interessiert ja nur, was das Geheimnis im Spiel ist und wie das Spiel weitergeht und nicht, ob der Typ jetzt da unterhalten ist oder nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Punkt habe im Spiel, wo jetzt ein Trick verraten wird, dann gucke ich mir das an, weil ich den Trick wissen will und nicht, weil der Typ da irgendwelche Witze macht. So. Solche Videos gehen natürlich auch. Aber da müsst ihr für euch so den Punkt finden, wo ihr euch ganz klar sicher seid, dass ihr das machen wollt. So. Und ich denke, dass das ein Punkt ist, der, also Punkte sind, die sehr, sehr wichtig sind. Ich werde sie auch nochmal in die Beschreibung schreiben, die einzelnen Punkte. Ihr könnt mir da zustimmen. Oder auch nicht. Und ich bin gespannt, was ihr für eine Meinung habt zu diesem Thema. Ich bin auch gespannt, was ihr für andere Themen vorschlagt für die nächste Woche. Es wird jetzt einmal in der Woche so ein Video geben. Ist was ganz anderes. Also es ist nicht das, was ich bisher gemacht habe. Ich glaube aber, dass es den einen oder anderen vielleicht von euch auch interessieren wird. Wer weiß. Vielleicht können wir das auch irgendwann mal mit so Facecam-Zeug gestalten oder so. Mal gucken. Aber ich glaube, dass das schon eigentlich eine ganz coole Geschichte ist. Das heißt nicht, dass es hier nicht auch mal was zu lachen geben wird. Das war jetzt eine Folge, die jetzt hier ein bisschen sachlicher mal war, weil ich ein bisschen was erzählen musste. Aber es wird natürlich auch mal so sein, dass ich mal einen Gast einlade, wo man dann mal so über so ein Thema redet. Vielleicht zocke ich auch mal dabei. Kann ja auch sein. Vielleicht blende ich jetzt sogar hier schon Gameplay im Hintergrund ein. Wer weiß. Aber ich glaube, dass das eine ziemlich coole Geschichte ist. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das motiviert immer, mit sowas weiterzumachen. Ich bin gespannt auf eure Meinung und bin gespannt, wie ihr in den Kommentaren diskutieren werdet. Ich habe versucht, mich möglichst sachlich auszudrücken, habe auch mich selber ja, mit einbezogen, versucht auch zu gucken, was ich falsch gemacht habe. Muss man immer schauen.
Und vielleicht konntest du dem einen oder anderen weiterhelfen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Und wünsche euch dann noch einen schönen Abend und einen schönen Tag, was auch immer. Und sage tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.